Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Wir sind heute am Reschensee und vor einem der bekanntesten Postkartenmotive Südtirols. Aber was sich hier abgespielt hat, das war eine Tragödie. 2M al quadrato vi porta oggi nella zona del lago di Resia. Questo è uno dei tipici scenari da cartolina. Purtroppo questa cartolina ha origini tragiche. Im Jahre 1920 wollte die italienische Regierung aus den beiden Naturseen, dem Reschensee und dem Mittersee, einen Staudamm bauen, zwecks Stromgewinnung. 5 Meter sollte diese Stauung hoch sein. 1939 übernahm dann die faschistische Regierung dieses Projekt und erhöhte das Ganze um 17 Meter, also 22 Meter über dem damaligen Grund. Das bedeutete, dass alle Einwohner hier zwangsevakuiert werden mussten und sie bekamen nichts zurück dafür. Dann kam der Zweite Weltkrieg und 1950 wurde dann alles so gemacht wie geplant. Die Südtiroler Regierung konnte nichts dagegen tun. Der See wurde aufgestockt und das Einzige, was übrig blieb, ist der Kirchturm von Kraun. Interesse nazionale e rafforzamento dell'industria nazionale sono questi i due motivi per i quali il paese di Curon Venosta e parte del paese di Resia sono stati letteralmente cancellati. Nel 1950 ben 181 edifici sono stati fatti saltare in aria per la realizzazione del lago di Resia. Alla mie spalle quello che rimane l'unico edificio, l'unica struttura, e cioè la torre romanica della chiesa risalente al XIV secolo. Il 70% della popolazione è stata costretta ad emigrare, il 70% del bestiame è andato per sempre perduto. Tutto questo per dare vita al lago di Resia, 677 ettari di superficie, con lo scopo di creare un bacino artificiale per la produzione di energia idroelettrica. Wir gehen jetzt auf dem zugefrorenen Reschensee. Unter uns waren 181 Häuser, die sind alle zerstört. 70% der Bevölkerung ist weg, 70% der Nutztiere sind weg und über 500 Hektar Nutzfläche liegt hier drunter. Il progetto originario del lago di Resia risale al 1920. Nel 1939 fu modificato e il livello del lago fu portato sempre come progetto da 5 a 22 metri. Nulla la popolazione ha potuto fare per contrastare quello che da tutti è stato considerato da sempre un vero e proprio atto di forza. Fin qui la storia del lago di Resia, della tragedia del lago di Resia raccontata dalla superficie. 2M al quadrato tornerà in Alta Val Venosta per raccontarvi ulteriori dettagli da un'altra prospettiva. Wir werden noch mehr hierher kommen und den Turm aus einer ganz anderen Perspektive zeigen. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2, präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst. Unsere Welt, unser Bier.